の体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Bugs? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Ja, wer wer gestern den Stream gesehen hat, wo ich eigentlich in einer Tour am Verlieren war, nicht unbedingt, weil ich super schlecht gespielt habe, sondern weil ganz oft das Spiel auch einfach nicht reagiert hat, wie es sollte, der weiß, dass es vermutlich nicht nur an meinem Skill liegt, dass ich verliere, sondern teilweise an dem Spiel. Woran könnte das liegen? Ich habe eine Theorie, doch wer, sag ich mal, das gleiche Problem hat wie ich, den kann ich jetzt vielleicht eine Hilfe geben. Und zwar, wie ihr gesehen habt, hier, da habe ich in einer Tour verloren, manchmal gewonnen, aber sonst überwiegend verloren. Und hier, ab 21.05 Uhr habe ich etwas geändert. Und wie ihr seht, in kürzester Zeit habe ich jede Menge Punkte gewonnen. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt überragend gespielt habe, sondern dass das Spiel einfach wieder funktioniert, wie es verfickt nochmal sollte. So, und bevor ich euch jetzt sage, wie das geht, wichtig ist, ihr müsst ein Android-Handy haben. Also solltet ihr irgendwie Probleme mit dem iPhone haben, habe ich da keine Lösung für euch, weil ich nicht weiß, wie ihr das bei dem iPhone ändern könnt. Ich kann es euch jetzt nur für Android sagen. Und zwar habe ich ja jetzt auch gedacht, okay, es liegt an Source Copy und weil Bluetooth an ist und so weiter. Aber ich habe bei diesen Tests auch diese Programme im Hintergrund laufen lassen. Also es hat keine Einbußen gehabt. Springen wir mal zu der Lösung. Ich denke mal, jeder von euch weiß zumindest, dass die Android-Handys einen Entwicklermodus haben. Googelt mal bitte im Internet, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das geht und ob es auch bei jedem Handy gleich ist. Das war irgendwas auf Telefoninfo gehen und dann mehrere Male auf ID gehen, drücken oder so, dann fragt ihr euch, ob ihr den Entwicklermodus freigeben wollt und dann ist der freigeschaltet. So, das erste, was ihr überprüfen solltet, ist euer Arbeitsspeicher. Ich habe zum Beispiel fast 6 GB Arbeitsspeicher und einiges davon wird halt mit immer irgendwelchen Nonsens blockiert. Diese Kacke habe ich natürlich erstmal gestoppt. Das heißt, ich habe jetzt hier 4,5 GB Arbeitsspeicher belegt und habe noch ungefähr 1,2 frei. Was mittlerweile auch echt wenig ist und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich würde sagen, Samsung. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die man hier ändern sollte. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob es vom Berg aus so geregelt ist, aber der Bluetooth-Standard. Wir haben hier halt so, Hardware-Testungen sollte ich anlassen. Wir haben hier zum Beispiel HD-Audio ist standardmäßig, glaube ich, eingeschaltet, habe ich jetzt ausgeschaltet. Bluetooth-Audio-Codec habe ich auf SBC, was auch immer das ist, gestellt und auch die Abtastrate, die normalerweise dafür da ist, dass man qualitativ höheren Output hat, habe ich jetzt auf Standard gestellt, damit da halt nichts mehr passieren kann und ich da nicht irgendwie unnötig Leistung verschwende. Dann habe ich bei mir den Animationsfaktor, Fensterfaktor und Übergangsanimationsfaktor abgeschaltet. Das ist im Prinzip einfach, wenn ihr jetzt guckt, wenn ich jetzt hier draufklicke, habt ihr nicht diese Animation, dieses Raus- und Reinzoomen, das nimmt nämlich auch nochmal Grafikleistung weg. Deswegen könnt ihr das einfach ausschalten und habt dadurch weniger Grafikverlust. Das ist ähnlich wie bei Windows. Die grafischen Effekte, die könnt ihr auch alle ausschalten und auf Nötigste schalten, so spart ihr Leistung. Das Wichtigste, und ich glaube, das ist auch der Grund, woran es überhaupt lag, dass ich diese Probleme hatte, ist die DPI. Warum die DPI? Die DPI ist, oder die DP, ist halt die Breite oder die Pixeldichte eures Displays. Normalerweise hat mein Samsung Galaxy S20 FE eine DPI von 405. Warum ist das jetzt ein Problem? Naja, als vor ein paar Monaten ein Update rauskam, wo ja viele größere Displays auf einmal eine Streckung bekommen haben, ist, glaube ich, Dragon Ball Legends, wie immer, ist ja nichts Neues, ein Fehler passiert. Wir haben wieder zu sehr an Optik gedacht und zu wenig an Funktionalität. Und zwar hat das ausgelöst, glaube ich, weil die einfach eine simple Streckung gemacht haben, also eine Skalierung, dass die Bildpunkte nicht mehr optimal belegt sind. Also habe ich die DPI von meinem Huawei Mate 20 eingegeben, was in dem Fall 381 ist. Und da hatte ich ja immer ein volles Bild, auch mit der alten Version der App.
und auf einmal habe ich keine Probleme mehr. Woran kann das liegen? Meiner Meinung nach ist es deswegen, wenn ich zum Beispiel eine Wischbewegung mache und die ist zu kurz, dann denkt ihr das wegen der Streckung, dass das einfach nur ein Tipp ist, weil ja die Fläche, die ich belegt habe, zu klein ist, obwohl ich halt eine Wischbewegung gemacht habe. Warum wird das bei mir wahrscheinlich immer noch das Problem sein? Wahrscheinlich muss ich viel höher wischen und dann funktioniert's, weil dann erst eine Wischbewegung überhaupt erkannt wird. Weil einfach der Fleck, der vorher normalerweise reichte, der eine größere Fläche dargestellt wurde, dadurch, dass das Bild gestreckt wurde, kleiner dargestellt wird. Das ist jetzt meine grobe Einschätzung, was da passiert sein kann. Ich bin halt kein Spielentwickler, ich bin kein Informatiker, auch wenn ich teilweise eine Ausbildung da drin hatte. Ich denke mal, das wird aber daran liegen, weil wenn wir jetzt mal einen Gegentest machen, ich hoffe, das funktioniert so einigermaßen, ich stelle das mal wieder auf 405 auf, und ihr seht sofort, das Bild ist verschoben worden, weil halt irgendwie wieder alles so ein bisschen auseinandergestreckt wurde. Wenn ich jetzt hier auf ein Fenster klicke, und das habe ich halt immer wieder mit dem Autoklicker bemerkt. Mit dem Autoklicker hat man mal so ein paar Sachen benutzt, um halt irgendwie Kämpfe zu wiederholen und das halt nicht immer stupide reingehen zu müssen. Wenn ich jetzt hier so neben das Fenster klicke, klicke ich trotzdem rein. Und ganz oft, wenn ich halt hier außen irgendwo meinen Button hingelegt habe, hat der trotzdem manchmal überhaupt nicht das Fenster angeklickt. Mal so, je nachdem, wie das Spiel gerade gestartet ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass Dragon Ball auch nicht immer 1:1 eine genaue Fensterbelegung hat, sondern dass immer so ein paar Pixel vielleicht wandert. Weil komischerweise, wenn ich die gleiche Konfiguration beim Autoklicker wieder gestartet habe, hat der manchmal auf das Bild geklickt und manchmal nicht. Kann's nicht erklären, warum. Es ist einfach so. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze hier wieder auf 381 stelle, also wieder ein Display quasi, was vorher so gegeben ist, dann klickt er nämlich nicht in das Fenster, wenn ich daneben klicke, aber sehr wohl, wenn ich minimal reinklicke. Und ich glaube, das hat den Fehler ausgelöst, weil ich hatte jetzt kein Problem mehr mit meinen Wischbewegungen, es funktionierte alles super flüssig. Und ich denke mal, daran wird es gelegen haben. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Bilder jetzt deutlich schärfer sind als vorher. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Einbildung ist oder ob es wirklich so ist. Ich versuche das mal. Ich weiß nicht, ob das bei euch sichtbar ist, weil das Programm ja noch dazwischen hängt. Aber ich gehe jetzt nochmal hier drauf und ich finde, die Konturen sind etwas unschärfer. Aber das kann jetzt, wie gesagt, nur meine Einbildung sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese kleine Stütze eventuell hilft. Wie gesagt, den Android-Nutzern könnte das eventuell helfen, dass es dann halt wieder flüssiger funktioniert. Probiert das einfach mal aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat. Von meiner Seite aus war es das. Heute Abend gibt es wieder Trying a Strategy. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Schaut auch gerne noch mal in dem letzten Stream bei, wo ich wirklich upgeratet habe über scheiß Dragon Ball Legends und Toshi und so weiter. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Bis dann und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Ball.